mache ich nochmal ein zweites Tutorial direkt mal hinterher. Und zwar sage ich in dem Fall, wie macht man eine Abstimmung? Und da geht man dann erstmal auf. Also ich bin erstmal auf, gehe mal ganz normal auf Google. Erstmal auf Google. Und wenn, dafür braucht man erstmal Google Plus Profil. Und dann geht man erstmal auf, geht man erstmal auf seinen Namen. Und dann geht man dann auf Abstimmung. Nachdem man auf den Namen geklickt hat, dann geht er erstmal auf die Abstimmung, wenn es lädt hier. Wird geladen, irgendwie ist das im Moment nicht so gut. Aber Abstimmung, hier habe ich zum Beispiel ein Beispiel schon gemacht. Wer ist für oder gegen die Uhrumstellung? Weil letztes Jahr am Sonntag, also es wäre übermorgen früh, werden ja die Uhren zurückgestellt. Und deswegen will ich erstmal eine Abstimmung machen. Ich werde erstmal dazu die Seite aktualisieren. Gucken, was jetzt besser geht. Jetzt geht das. Und zwar sage ich mal, wie gut ist mein Kanal? Würde ich fragen, also mein YouTube-Kanal. Auswahlmöglichkeit 1. Sehr gut. Gut. Hier kann man natürlich weitere einfügen. Normal. Schlecht. Sehr schlecht. Man kann bis zu 5 machen. Weil ich jetzt auch gerade bemerke, was man hier bis zu 5 machen kann. An kann man hier die Person eingeben. Diesen jeweiligen Personen eingeben. Vielleicht nur alle haben. Würde ich das versuchen, erstmal auf fertig zu gehen. Also auf öffentlich, sichtbar für alle und überall. Das kann also jeder, ich will ja möglichst viele Abstimmungen haben. Deswegen gebe ich diese Abstimmung schon mal ab. Und dann wird das schon angezeigt. Hier sehr gut, gut, normal, schlecht und sehr schlecht. Und hier ist zum Beispiel, kann man dann, wenn man es abgegeben hat, hier auf Ergebnisse ansehen. Hier wird eigentlich im Moment noch 0% angezeigt, weil es da noch niemand gemacht hat. Habe ich ja auch erst vor 4 Minuten geteilt. Und dies hier auch erst vor einer Minute. Ergebnisse ansehen, da wird jeweils angezeigt, wie viel wofür gestimmt haben. Sage ich mal 3%, oder ich sag mal 10% sind sehr gut, 20% gut, 30% normal, das sind 60%, dann wird es nochmal 10% schlecht und 20% sehr schlecht. Weil dann sind die, oder so, dass die 100% aufgehen, durch die 5 geteilt. Und damit würde ich auch aufrufen, dass sie vielleicht auch dafür stimmt. Einfach um mein Google Plus Profil, dann seht ihr das. Und dann werde ich euch schon mal verabschieden und vielleicht morgen Minecraft-Videos machen. Bis dann und ciao.